Hi. Wie geht's? Geht's gut? Das ist sehr komisch, weil wir haben gerade schon ein Video gedreht. Würdest du sagen, es ist normal, was ich mache so? Ich glaube nicht. Also ist ja auch egal. Freunde, wir haben uns hier heute versammelt, du und ich, Ines und ich. Ines heißt du richtig? Ja. Habe ich nicht vergessen. Wir haben uns heute hier getroffen, weil ich dein Motorrad fahren soll. Weil du meintest, heilige Scheiße, der Typ kann so gute Wheelies. Und das ist ein Bike für Wheelies, also das ist quasi für Wheelies gemacht. Das muss mal richtig gefahren werden, hast du gesagt, oder? Genau, das habe ich gesagt, ja. Okay, was haben wir hier? Die sieht wirklich cool aus, muss ich sagen. Also ein 450 EXC auf Supermoto umgebaut. Mehr musst du eigentlich nicht wissen. Wie viel PS? Irgendwie 50, schätze ich so. 50, 60. Wie viel hat mein Bike, weißt du das? Nee, ich glaube 70, oder? Aber die ist schwerer, gell? Ja. Okay, 50 PS. Alles ist irgendwie umgebaut, oder? Du hast so Glitzerfarbe auf den Felgen drauf. Ja, ich habe die komplett pulvern lassen. Also Rahmen, die ganzen Teile. Alter, wie lange hat das alles gedauert? Halbes Jahr. Crazy. Du hast auch sehr viel Sticker drauf. Hier steht dein Name, Ines, mit 2Z. Ja. Und hier steht Brazzers. Ja. Magst du Brazzers? Ja, das ist meine Lieblingsseite. Ines hast du mit 2Z geschrieben. Ja. Weil es cooler ist. Ja. Ich habe damals mein erster Account bei Facebook, der hieß Styles. Nee, das war nicht Facebook, das war. Kennst du Lokalisten? Ja, klar. Warst du da auch? Nee, aber ich kenn's. Okay. Da hieß ich Styles mit 4Z und dann so klein und groß geschrieben. Weißt du, was ich meine? Richtig übertrieben, ja. Du hast echt viele Sticker hier drauf. Scrape hier, also hier kratzen. Genau, kratzen. Backpack Wheelie Boys, verstehe ich nicht. Hier steht noch Vibrator on Two Wheels. Da haben wir schon drüber geredet im letzten Video. Hier ist dein Instagram für alle Geier. Das sieht wirklich nach einem sehr, sehr schönen Motorrad aus. Und du lässt mich fahren. Warte, was ist das hier? Stuntpacks. Das erinnert mich an, ich hatte einen BMX damals und der hat auch so Dinger gehabt. Ja, das sind tatsächlich auch solche. Kann man da theoretisch mitfahren hinten? Also sich so draufstellen? Nee. Das ist eher dafür gemacht, wenn sie umfällt. Ja, genau. Okay, okay. Und du hast im letzten Video schon gemeint, du hast einen Unfall gehabt mal. Mhm. Was da passiert? Ja, das war ein Wheelie-Fail. Ah. Ja, da hat es mich bei 70 dann runtergehauen. Und davon hast du die ganzen Narben? Ja, genau. Oh Mann, ich hatte auch mal einen Wheelie-Fail. Ich kenne es gut. Wheelie-Boys müssen aber zusammenhalten, weißt du, ich meine? Ja. Also du lässt mich fahren. Hast du Angst, wenn ich jetzt gleich fahre? Ja. Ja? Ja. Wirklich? Ja. Echt jetzt? Ja, schon ein bisschen. Oh, das hatte ich noch nie, glaube ich. Sonst sagen die Leute immer, nee, alles entspannt, alles gut. Okay, aber also das ist ja für Wheelies gemacht, oder? Ja, ich muss sagen, meine Dämpfer sind kaputt, habe ich heute festgestellt. Die Dämpfer? Deswegen sieht mein Auspuff aus wie Scheiße, weil man Reifen nehmen kann. Oh, ach so, wenn du ein Wheelie machst, kommt der Auspuff an den Reifen. Mhm. Ach du Scheiße, ist das nicht gefährlich? Das hört sich ja gefährlich an. Das wird schon gemacht, dabei geht schon noch. Also ein Wheelie kann ich machen? Ja. Zwei? Ja gut, dann fahre ich und komme dann gleich wieder, oder? Jetzt habe ich irgendwie selber ein bisschen Angst, weil du Angst hast. Was für ein Sternzeichen bist du? Wassermann. Ich bin Löwe. Matcht Wassermann und... Das ist ein Zeichen. Wann bist du geboren? 2001. 2001? 22, falls du rechnest. Alter, das ist krank. Gott verdammt, ich fühle mich einfach nur alt. Ich bin 4 Jahre älter als du. Okay, warte, du musst mir noch was erklären. Wie mache ich die an? Du musst nur hier drauf drücken. Mehr gibt's ja nicht. Okay. Beim ist Ausmachen einfach hier. Da zum Ausmachen. Okay. Dann bedanke ich mich schon mal für dein Vertrauen. Ich gebe mein Bestes, ja? Wie teuer ist sowas? Also so wie sie jetzt hier steht. Wie viel Geld würdest du ungefähr sagen, hast du da reingesteckt? Ich glaube insgesamt jetzt so 15.000. 15.000? Das ist ganz schön viel. Ja. Okay, ich passe gut drauf auf, ja? Mach dir keine Sorgen. Also Freunde. Ich sitze hier auf der EXC 450 drauf, mit einer kaputten Federung. Oh Junge, ich sitze richtig tief gerade auf dem Bike drauf. Oh, okay. Sound ist wirklich geisteskrank. Wer das erste Video, das State-Video mit ihr schon gesehen hat, der wird es schon gehört haben. Der Sound von dem Ding ist wirklich... Ich bleib einmal ganz kurz stehen und mach einen kleinen Soundcheck. 3, 2, 1. Alter Junge! Wow. Digga! Also ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt. Das kann nicht so rüberkommen. Nein, niemals! Das ist unfassbar laut, dieses Bike. Ich weiß auch gar nicht, ob ich eine 450er schon mal gefahren bin. Ich kenne mich bei diesen ganzen Enduro umgebaut auf Supermotobikes auch wirklich komplett gar nicht aus. Ich muss euch ehrlich sagen, da muss ich gleich nochmal mit ihr quatschen. Eigentlich brauche ich, oh, dieses Kleid, Digga, eigentlich brauche ich wirklich, wirklich, wirklich so ein Motorrad, Digga. Wärt ihr dafür, dass ich so ein Ding kaufe? Seht ihr mich auf so ein Ding? Ja oder nein? Schreibt es gerne in die Kommentare, Freunde. Ich versuche jetzt ein professionelles Review zu machen. Wir machen einmal ganz kurz einen Wheelie. Ich glaube, ich bin im zweiten Gang. Einmal kurz Kupplung ziehen. Oh Gott. Okay, nee, ich bin im dritten Gang, glaube ich, gerade. Warte, ich muss mich kurz ein bisschen ans Bike gewöhnen. Wenn man das jetzt mit der 701 vergleicht, das Bike ist einfach so viel leichter und du merkst es einfach crazy, crazy. Also, mich würde es mal interessieren, wie schwer die genau ist und wie schwer die, also wie krass der Unterschied ist an Kilos
von der zu 701, aber das ist wirklich verrückt. Und das ist auch der Grund, warum sich jeder so ein Motorrad holt, weil die halt einfach so leicht sind und dadurch kann man halt viel besser Wheelie fahren mit dem Ding, wie ich euch jetzt in diesem Moment demonstrieren werde. Wir befinden uns im zweiten Gang. Ich lasse einmal kurz die Kupplung schnalzen. Oh Gott, Junge, die ist halt aggressiv. Oh, Junge, da muss ich gar keine Kupplung schnalzen lassen. Die geht im zweiten ganz, ganz locker hoch. Warte mal. Oh, ich habe irgendwie Angst vor dem Bike. Warte, ich versuch's nochmal. Oh nee, Junge, die ist zu aggressiv am Gas. Okay, das muss reichen. Oder vielleicht im dritten. Alter, das ist krass. Die geht im dritten ganz easy hoch. Wahrscheinlich sogar ohne Kupplung. Ich versuch's mal einmal. 3, 2, 1. Ja, ja. Doch, die kann man im dritten ohne Kupplung einfach so hochziehen, weil die so viel Power hat. Wir machen einmal ganz kurz einen Beschleunigungstest. Ich bin im zweiten Gang. Alter! Also die ist safe schneller als mein Bike. Und dieser Klang ist wirklich nicht von dieser Welt, Gottverdammt. Ich muss auch wirklich sagen, das Bike fühlt sich irgendwie nicht an wie ein Bike. Das fühlt sich eher an wie so ein Spielzeug, womit du eigentlich nur Scheiße bauen kannst. Also das Bike schreit die ganze Zeit danach. Bitte, bitte, zieh die Kupplung, gib ein bisschen Gas. Ich will im Wheelie rumfliegen. Das ist so der Charakter von dem Bike. Und ich würde sagen, für viele, die hier gerade zuschauen, ist es ein absolutes Traumbike. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Okay, das reicht. Okay, reicht. Sie hat sowieso gesagt, ich soll nur ein Wheelie machen. Ich habe jetzt schon 5 gemacht, glaube ich. Ines, wenn du das Video siehst, es tut mir sehr leid. Aber das Bike will's einfach. Weißt du, ich meine, das Bike redet zu mir die ganze Zeit, dass es im Wheelie hochgeknallt werden will. Okay, ich mache sie mal einmal nochmal kurz aus. Und zeige sie euch nochmal kurz in der 360-Grad-Ansicht. So sieht sie von vorne aus. Ich finde das Bike wirklich schön. Es ist klar, sehr viel lila, sehr viel rosa. Wäre jetzt nicht so ganz meine Farben. Aber so an sich vom Design sieht das Bike wirklich schon sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Auch crazy, wie die einfach alles, also den ganzen Rahmen und so, die Felgen, also alles pulvern lassen hat. Das sieht wirklich, wirklich verrückt aus. Scheiße, das kriege ich schon wieder selber irgendwie Bock auf so ein Bike. Gott verdammt, okay. Ich schwing mich wieder drauf und wir fahren zurück zu Ines mit 2 Z. Cause if my heart can't stop it, I find a way to block it. I go la 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 la. Okay, Freunde, ich hab's überlebt. Ich bringe das Bike heil. Alter, dieses Knallen, Junge. Ich bringe das Bike heil wieder zu Ines. Und sie sitzt. Oh, das sieht gerade aus wie in einem Film. Das steht hier. Echt? Ich mag es auch irgendwie, muss ich sagen. Das sieht gerade aus wie in so einem Film. Als wären wir gerade in Texas. Du heißt Lori und ich bin Jason. Okay. How are you? Oh, Englisch. Da bin ich raus. Du musst eigentlich immer erst absteigen und dann den Ständer hin. Schätzchen, ich weiß schon, was ich hier... Du machst die kaputt. Das ist schon mein dritter. Scheiße, Gott verdammt. Wenn es kaputt ist, schickst du mir eine Rechnung zu, ja? Okay, also ich habe jetzt hier gerade ein professionelles Fahrtest-Review gemacht von dem Motorrad. Leistung sehr kernig, spritzig, dominant, würde ich sagen. Ist ein schönes Motorrad. Schon, gell? Ich bin aber ehrlich, ich habe 3-mal Wheelie gemacht, glaube ich. Und? Wie war's? Vielleicht 4-mal. Aber ich glaube, die ist nicht, also es ist nicht hinten drauf dran gekommen, glaube ich. Vielleicht doch. Oder war das vorher auch schon so? Nee, das war davor schon so. Ja, das war davor auch schon so. Ja. Also ich war jetzt nicht weit oben und so, weil ich wollte das Ding jetzt nicht kaputt machen. Ist schon verrückt, wenn man die jetzt vergleicht mit der 701, wie leicht die ist und wie viel Leistung die hat. Das ist schon crazy. Das ist schon wirklich verrückt. Ja. Was ist der Sinn des Lebens? Ja, die müsste ich auch gerne. Ich glaube einfach leben. Einfach das Leben leben, ja. Die Luft atmen, schmecken und fühlen und so ein Zeug. Danke fürs Fahren lassen. War ein sehr schönes Video, sehr schönes Motorrad. Dein Instagram ist verlinkt für die ganzen Schulprojekt, Leitungsschüler. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das war wirklich toll.